Haha, ich wollte mit Ark jetzt schon mal anschauen, aber so wichtig, so richtig warm werde ich damit nicht. Der 13.11. ist nicht mehr lang hin. Ja, ist aber ein guter Zeitpunkt, dass sie es jetzt released haben. Danach wäre es schwierig. Es ist eigentlich ganz cool. Es ist eigentlich teilweise wie WoW Classic. Viele, viele Parallelen. Viele Sachen, die sie über die Jahre in WoW rausgenommen haben, sind hier wiederzufinden. Und ist ja ist schon. Du hast ja 21 Berufe, die du dir antun kannst. 120 verschiedene Klassenkombinationen. Kannst einfach alles Mögliche. Also in der. Jetzt versuche ich so eine Art Parler zu spielen. Hier Off-Warriors-Talent, dann Heal-Priester-Talent und Death, also Death-Krieger. Und in der Beta habe ich probiert mit Mage, Tank, Off-Warrior. Irgend sowas habe ich da so eine Mischung gemacht. Das war auch geil. Mit allen Mage-Spells von der Ferne schon fast getötet, dann hingecharged und einfach mit Schild ins Gesicht geschlagen. Als Tank. War auch geil. Sind aber auch die ganzen Spells von da, also sind ja ziemlich identisch, die Namen. Aber gut, wie willst du es anders nennen hier? Schildschlag. Oder Sturmangriff. Oder Bladestorm. Bladestorm. Aber am 13.11. ist natürlich WoW angesagt. Ich spiele normalerweise immer am Release-Tag bis zum Level Cap. Und mal gucken, ob ich das schaffe hier. Ob es nicht zu krass erhöht haben. Es gibt ja anscheinend auch keinen Titel mehr für Server First. Also alles halb so wild. Muss ich die Spells auch nutzen, um sie zu leveln? Nee, okay, muss ich nicht, passt. Ah, hier habe ich, kann ich jetzt leveln. Was ist das? Prahlerisches Gebrüll. Okay, das ist AOE-Sport, oder? Und nur ein Feind. Provoziert ein Feind, maximiert. Okay, das ist nur ein. AOE-Sport gibt es, glaube ich, auch hier unten irgendwo. Einsperren. Geheul. Genau, das ist AOE-Sport. Provoziert alle Feinde im Umkreis von 7 Metern. 7 Meter ist aber auch nicht viel. Der Fokus im Spiel liegt aber eher auf PvP. Ja, ich denke schon, ja. Es ist ja Open World PvP überall und du kannst hier Händler werden mit deinem Schiff hin und her, fährst von Insel zu Insel und handelst mit den Leuten. So, Pirat kannst du werden, Dieb oder sowas, andere überfallen. Gibt auch, soll auch Raids und Innis geben. Also Inni war ich mal kurz drin, aber ich habe nicht gecheckt, dass in Innis, war ich allein drin, bin gestorben. Hatte noch keine richtige Skillung, deswegen habe ich es erstmal gelassen. Heute umgeskillt auf den Parler Tank, Off Warrior, Healer. Was auch immer. Jetzt probiere ich mal hier rum ein bisschen. Aber eigentlich ist schon Open World PvP ist das Main Teil. Soll aber genauso Raids und Innis geben, keine Ahnung. Und du kannst halt die Klassen echt krass kombinieren. Ich könnte jetzt einfach kompletter Mage werden, einfach so. Eine Art Mage, Hexenmeister, Shadow Priest. Keine Ahnung. Alles in einem. So, besiege Dornrückenspinnen, Schlüpfling. Okay. Machen wir. Vielleicht klappst du mit dem Fliegen auch bei mir mal hier. Zack. Jawohl, es ging aber schon weit jetzt. Boah, hat sich ja voll gelohnt hier. Hat sich ja voll gelohnt hier. Ja, Shadow Priest, Warlock, Necro. Ja, genau. Klar, sicher. Kannst du da 120 verschiedene Kombinationen machen, aber es macht nicht immer alles Sinn. Denke ich mir jetzt. Ich habe vorhin mal hin und her gedrückt und hin und her geskillt und dann stand er da, dass ich Mönch bin, jetzt bin ich halt Paladin. Am Anfang war ich was anderes. Was ist denn das für ein Viech eigentlich hier? Die Königin. Wow. Muss ich nicht killen?
krieg keine Quest für die Königin. Erst wenn ich die normalen gekillt habe, oder? Die kommen jetzt eh, oder? Die Königin, diese Elite. Wow, sind die so schwach, dass ich von weitem schon mit dem killen kann? Ja, Königin kommt. Aber ist nur ein Stern-Elite. Ist nicht schlimm. Einfach Schild ins Gesicht schauen, Blaze-Storm und dann bashen. Dann geht das schon. Und auf die CDs warten wieder. Ja, nee, nee, Kumpel von mir hat als Übergriff Steinpfeil. Kumpel? Als Überbegriff Steinpfeil, echt? Was ist denn ein Steinpfeil? Ist das ein Jäger? Ja, viele Königin hier. Tu mir mehr Pullen, sind total schwach. Mehr von denen in Pullen, auf geht's. Ich finde da gut die Kombination als Range und Melee. Hier. Irgendwie sowas, okay. Da ist wieder die Elite Uchida. Come over here. Und Deathgrip ist ja auch dabei. Vom DK. Du bist jetzt alle Spells, die es in WoW gibt, gesehen hier. Hey Scorp Venom 23, merci für dein Follow, hab Spaß. Genieß dich schon, liebe Grüße aus München schicke ich dir. Hiermit. Einfach so, ganz frech. Unser Pad ist tot. Müsst jetzt ohne Heilung noch schaffen, oder das? Komm schon. Was muss ich drücken? Das da. Das da. Mein Pad wieder rufen. Komm, zack. Wiederbeleben. Und dann versuchen es zu heilen. Zack. Gut, nochmal meinen Buff nutzen hier. Nochmal heilen. Nochmal heilen. Auf geht's. Grüße aus Trudering. Geil. Das ist Trudering. Cool. Ja, ich bin hier neben der Allianz Arena. Eine Station mit der U-Bahn, dann bin ich da. Wäre ich da, theoretisch. Genau. Also vom Norden hier. Aber Steinfall klingt gut hier. Einfach so ein Steinfall ins Gesicht hier. Gefällt mir. Komm on, charge! Ey, also. Ich hab nicht so ein Befreiungsspell, glaube ich, hier. Kommt noch, habe ich gelesen. Und ganz wichtig ist das mit den Kombos hier, weil ich noch nicht ganz raus habe. Du kannst mehrere Spells miteinander hintereinander drücken und dann geben sie Kombos. Nur so eine Scheißkönigin, hey. Was will denn noch von denen? Das ist Dornrückenspinnenkönigin. Den Spell habe ich auch noch, den brauchst du nicht, den drücke ich einfach mal hier. Du musst ja auch mal ein bisschen hier mit Magie bezirzen. Ja, so eine Liter ist schon nicht schlecht hier. Ist auch nicht ganz so viel Schaden. Was trinken, essen. Trinken, essen ist geil, du kannst dich bewegen währenddessen, es geht weiter. Du nicht stehen bleiben und dich hinsetzen. Ja, im Stadion bin ich öfters. Ja, ich eigentlich nicht, du. Ich war einmal kurz oder zweimal direkt als die Einweihungsfeier war und als es noch gebaut wurde. PS Schalke. Gut, mir ist es eigentlich nicht so wichtig. Ich bin da neutral, ich bin da nicht so ein Fußballfan. Mir ist es wurscht eigentlich. WM, EM ziehe ich mir rein, aber so Bundesliga und sowas. Champions League ist auch noch interessant.
Aber so Bundesliga ist es auch nichts für mich, so wirklich. Von daher. Könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Auch wenn es komisch ist, wenn ich direkt neben der Arena hier wohne. Aber ist halt nun mal so. Na? Scheiß Netz hier. Was ich toll finde im Spiel, du kannst die Quest overachieven. Sprich, wenn du 10 killen musst, killst du halt dann 15 und kriegst mehr Punkte. Und du kannst aber auch nur 8 killen oder so. Musst du nicht alle killen. Das finde ich interessant. Gut, haben wir fertig? Ja. Jetzt müssen wir bestimmt die Königin killen, oder nicht? Sprich mit Farmer Hamner. Was? Farmer Hammer. Okay. Hamner. Kein Plan. Irgendwie so ein Farmer halt. Grüß dich. So, passt. Eins, sprich mit Farmer Wedin oder Wedin, kein Plan. Und zwei, sprich an der Scheune östlich des Ribbelhofes mit Adrian Yatesburg. Yeah. Jetzt probier's mal mit dem komischen Gleiter hier. Moment. Es müsste mal in die Richtung gehen. Ja, in die Richtung. Und Speed und Go. Yay! Runter müssen wir eh, von daher kann ich einen Sinkflug gehen. Ich flieg bestimmt vorbei, ich weiß gar nicht, wie man landet. Stopp! Landen! Quest! Oh nein, nein, Mother Flower! Ich hätte die Quest sogar abgeben können in der Luft, aber habe ich zu spät gedrückt. Ab morgen ist es Free to Pay Release, oder? Öfter schaue ich mal rein, aber ab 13.11 bin ich definitiv wieder in Wall of the Trainer. Und natürlich, ich hoffe doch, for the Horde! Ja, ist ab morgen Free-to-Play, kann spielen, aber gab jetzt schon letzten zwei Tage so schon Server-Probleme. Bin immer rausgeflogen, musste aufhören, konnte nicht spielen, fast zwei Tage. Und wenn morgen noch die Normalsterblichen kommen, dann ist es ja hier, ist es ja chaotisch. Sammle gestohlene Kartoffeln von Ackerland Gründlingen. Sind die Gründlinge oder was? Einfach mit dem Schild ins Gesicht und fragen hier. Da noch einer, komm. Wenn wir schon dabei sind hier. Ich bräuchte noch mehr AOE-Fertigkeiten. Aber die. Der eine Schlag macht auch AOE, beim dritten Schlag aber nur. Bei zweien halte ich gar nicht so viel aus. Wo ist denn mein Wolf? Ist auf der Strecke geblieben. Natürlich müssen wir einen Schmarrn nutzen. Meine Priesterfähigkeit hier, Erneuerung habe ich. Das Erneuern. Wird nur noch Gebet der Besserung brauche ich noch. Dann brauche ich noch blühendes Leben. Macht vor Chill brauche ich auch noch. Alles brauche ich. Alles auf einmal skillen hier. Nur noch heilen. Gar keinen Schaden mehr machen. Leider nicht mehr Horde. Nachdem fast alle Real-Life-Kumpels aufgehört haben, musste ich wechseln, aber nach wie vor benutze ich Team of, damit ich als Undead rumlaufen kann. Fünf Jahre auf Blackhand Horde. Wow! Da habe ich auch ein paar Chars. Momentan ist mein Main-Server. Ich bin ja viel rumgekommen in den ganzen Jahren. Momentan glaube ich, bin ich auf Thrall in Deutschland und in Amerika. Der gleiche Server. Ich habe auf jedem Server ein paar Charaktere. Von daher ist es ja alles halb so wild. Zack. Nein, meins. Uschi, ey. Uschi, einfach hier klauen. Also du spielst Ali und läufst als Untoter rum. Also ich weiß ja nicht, ob das so rechtens ist. Ob es jetzt eher so trollmäßig ist für die Allianz oder verarschen für die Horde.